Habt ihr schon mal einen Hund mit einer gelben Markierung gesehen? In diesem Video erzähle ich dir, warum du nicht auf diesen Hund zugehen solltest. Hallo liebe Hundefreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Idee der gelbe Hund, The Yellow Dog, kommt aus Schweden hierüber und bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man nicht auf diesen markierten Hund zugehen sollte, dass der Hund aus irgendwelchen Gründen einfach mehr Freiraum braucht. Diese Gründe können allerdings aus verschiedenen sein. Und zwar könnte es sein, dass der Hund aus dem Tierschutz ist und Abstand braucht, dass er eventuell eine ansteckende Krankheit hat oder eine anderweitige Krankheit. Es könnte aber auch sein, dass das Herrchen gerade mit dem Hund übt und jetzt gar nicht gestört werden möchte, um das Training nicht zu stören. Aber es können auch ganz viele verschiedene andere Faktoren sein. Wieso, weshalb, warum man nicht auf diesen Hund zugehen sollte. Hier möchte ich eindringlich betonen, dass die gelbe Markierung kein Ersatz für einen Maulkorb ist und auch nicht zur Markierung aggressiver Hunde gilt. Wenn ihr also einen Hund seht, der ein Band, eine Schleife, ein Tuch am Geschirr, am Halsband oder an der Leine trägt, dann geht doch bitte nicht auf ihn zu und denkt da auch an euren eigenen Hund. Denn stellt euch vor, wenn dieser Hund jetzt eine ansteckende Krankheit hat, dann kann euer Hund sich natürlich auch bei ihm anstecken. Wenn es natürlich ein Angstbeißer ist, dann kann es natürlich auch sein, dass euer Hund durch diesen Hund verletzt werden kann. Deswegen beachtet bitte diese Markierung und lasst dem Hund und dem Halter seinen Freiraum. Es würde mich total interessieren, ob ihr auch schon mal einen Hund mit einer gelben Schleife gesehen habt oder ob ihr das sogar vielleicht sogar schon mal selber angewendet habt. Gerne schreibt mir dies doch in die Kommentare. Es würde mich total interessieren, wie dann vielleicht auch die Reaktionen der anderen waren. Hier dürft ihr mich natürlich auch gerne abonnieren, da verpasst ihr keins meiner interessanten Videos mehr. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag.